man, Madam Mayor, and the good people of Mayor, I bring you greetings from two groups in my capacity as Chairman of Pendle Clinic Association and also as a Secretary of the Pendle Forest Model Railway Society. I would like to thank you all for our very warm welcome this weekend. It is, as always, a great privilege to be here with you. There are not many times it is possible to combine more than one pleasure in an event, but on this particular occasion we are privileged to enjoy the pleasure of twinning and all the benefit that town twinning brings with us. Also David Carter begrüßt Sie alle sehr herzlich, und zwar in doppelter Funktion und in doppelter Freude, sagt er. Das ist nicht so häufig, nämlich als Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins und als Vorsitzender des Modelleisenbahnvereins in Pendeln. As I said, there are not many occasions where we can combine two pleasures. Well, this weekend we have the pleasure of town twinning, with all the benefits that brings us. And we also have the benefit of model railways and the pleasures that brings. So I thank you very much indeed for allowing us the privilege of enjoying two pleasures while we are here in Marl. Also Mr. Carter betont, dass es eine große Freude ist, dass er beide Dinge jetzt an diesem Wochenende hier erleben kann, nämlich die wunderbare Ausstellung und das Treffen mit den Freunden aus dem Partnerschaftsverein. As you can imagine, it has taken the members of the Railway Society a great deal of time to put on this display, so we hope that you will find fascination in all the details and all the things that there are to see. And I like to think that our layout in its own little way reflects the benefits of twinning, because with twinning there are always little jewels and little good things that you find here and there tucked away, and similarly on our layout hopefully you'll find little things of interest just tucked away. So we hope you will enjoy what we have brought. Mr. Carter sagt, dass sich die Modelleisenbahner sehr, sehr viel Mühe gegeben haben, diese Anlage aufzubauen, und er hofft, dass die Betrachter auch die kleinen Kostbarkeiten entdecken, dass sie genau hinsehen und viel Freude an dieser Ausstellung haben. So once again, from the Twinning and the Modern Rail Society, thank you very much for your hospitality, and we look forward to entertaining you over this coming week. Thank you very much indeed. Charles Visit on Sunday. Oh. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir als Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins mal dem Pendel auch noch ein paar Worte des Dankes abzurichten. Ich sage ganz herzlichen Dank an den Heimatverein, an Hubert Schulte-Kemper, an die Freunde hier aus dem Erzschaft, die diese Veranstaltung hier möglich gemacht haben. Es ist schön, bei uns in Marl im Verein mitarbeiten zu können oder im Verein mitarbeiten zu können. Denn eins ist hier, wird hier sehr groß geschrieben, die Solidarität der Vereine untereinander. Und da lasst uns alle dran arbeiten, dass wir das auch weiterhin so behalten. Das macht wirklich Freude, wenn man sieht, wie viele Menschen heute hier beteiligt sind und wie reibungslos das alle geklappt hat. Und ein besonderer Dank, Brigitte, ich sage, es ist einfach toll, mit dir zusammenzuarbeiten. Wir haben das gut in den Griff bekommen, aber du bist für mich die erste Ansprechpartnerin, aber auch alle anderen im Vereinsvorstand haben prima mitgearbeitet, und es ist schön, dass wir das noch hier so gestalten können. Wie geht es weiter an diesem Wochenende? Wir werden uns heute Abend im Rathaus zu unserer Jahreshauptversammlung treffen. So lernen Engländer und Franzosen auch mal kennen, wie also ein deutscher Verein geführt werden muss. Das schreibt das Gesetz ja nun mal vor, alle zwei Jahre wird gewählt, und das werden wir auch heute Abend ganz formal tun. Aber nicht nur das, wir werden uns austauschen über die Aktivitäten, die wir noch in der nächsten Zeit haben werden, und besprechen, was dort alles noch zu tun ist, welcher Schüleraustausch noch organisiert werden muss und so weiter. Wir werden uns dann morgen zu einer Stadtrundfahrt zusammenfinden, und das Schöne ist, wer morgen noch Lust hat, um 14 Uhr hier hinzukommen, morgen Nachmittag um 14 Uhr, da gibt der Bürgermeister Kaffee und Kuchen aus, da ist er hier wieder. Herzlichen Dank, lieber Werner, dass wir immer deine Unterstützung haben, das freut uns.
kommt ganz besonders. So, und der Worte sind jetzt fast genug gewechselt. Nicole kommt noch zu mir. Nicole Ossion ist Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins in Krems.